Was ist OBS Studio? Wofür brauche ich dieses Programm und was kann ich damit machen? Genau das erfährst du jetzt. OBS steht für Open Broadcast Software. Open, weil OBS Studio kostenlos verfügbar ist und der Programmcode für alle einsehbar ist. Broadcast, weil es darum geht, eine Aufnahme über das Internet zu übertragen, zum Beispiel von deinem Computer zu Twitch oder YouTube. Software, weil es sich um ein Programm handelt, welches alle Komponenten enthält, die du brauchst, um dein Video zu übertragen. Was kann ich mit OBS Studio machen? Einerseits kann man mit OBS Studio Bildschirminhalte live an YouTube, Twitch oder andere Plattformen übertragen. Andererseits kann man OBS auch dazu nutzen, um Bildschirminhalte aufzunehmen und auf der Festplatte abzuspeichern. Mit Bildschirminhalt ist alles gemeint, was du auf deinem PC oder Laptop-Monitor sehen kannst. Das kann ein Videospiel wie zum Beispiel Minecraft sein oder auch eine PowerPoint-Präsentation. Aber das ist noch nicht alles. Eine Stärke von OBS Studio ist, dass verschiedene Bildinhalte gleichzeitig übertragen werden können. So kannst du zum Beispiel Minecraft spielen, gleichzeitig dein Gesicht von der Webcam einblenden und über dein Mikrofon etwas dazu sprechen. OBS Studio kann noch viel mehr. Wenn du mehr über OBS Studio lernen möchtest, dann drücke den Abo-Button und du bekommst regelmäßig kostenlose Videos zum Thema Aufnehmen und Streamen mit OBS Studio. Hier am Bildschirm habe ich gleich das nächste Video für dich. Draufklicken für noch mehr Infos über OBS Studio. Bis gleich.